Hi, hier ist die Nina und ihr seht heute die Late-Night-Ausgabe der Top-Trend-Show. Gut, heute mal wieder vom Studio und nicht von der Messe, denn es geht heute um das heißeste Gerät des Sommers. Es ist kein Grill, nein, es ist der Blu-ray-Player von Sony. Und das ist wirklich der letzte Schrei diesen Sommer. Genauer gesagt, er heißt eigentlich BDP-S1E. Und für jeden, der Filmfan ist oder ein Heimkino hat, ist das das absolute Muss. Wie das Ganze funktioniert und ob er wirklich toller, besser, schöner, wunderbarer ist, testen wir gleich. Ihr könnt natürlich heute auch was gewinnen. Und zwar natürlich diesen wunderbaren Blu-ray-Player von Sony. Das ist natürlich der absolute Bombengewinn. Insofern müsst ihr auch was dafür tun. Und zwar eine super schwere Frage beantworten, die ich am Ende der Sendung stelle. Insofern ganz, ganz, ganz gut aufpassen. Und ich werde das Ganze jetzt erstmal testen und den Perkins mal ein bisschen über die technischen Daten ausquetschen. So, es lebe das Heimkino. Das gute Ding ist angesteckt. Film ist drin. Ja, ich glaube, es müsste alles laufen. Jetzt mal ganz schnell auf die Couch. So, das Kinoerlebnis beginnt. Mhm. Finde ich ja super. Ist wirklich wie im Kino hier. Sag mal, was brauchen wir denn jetzt alles? Wir haben die Riesenleinwand aufgebaut, den Blu-ray-Player. Mhm. Was ist das Ding? Das ist unser Sony-Beamer, der Full-HD-fähig ist. Und mit dem können wir diese HD-Qualität einfach auch wirklich darstellen, dass wir das auch wirklich sehen können. Was ist die HD-Qualität? HD steht für High Definition und der Unterschied ist einfach darin, dass du bei größeren Bildflächen etc. ein gestochen scharfes Bild hast. Also wenn du halt wirklich wie im Kino sitzen würdest. Also High Definition ist praktisch das Besondere an dem Blu-ray-Player. Wie macht er das denn? Also was ist da der Unterschied? Also die Blu-ray-Discs, die haben eine höhere Datenmenge schon von Haus aus drauf als eine normale DVD. Und der Laser, der da drinnen ist und das Blu-ray abtastet, ist blau. Deswegen auch Blu-ray. Okay. Und wenn ich aber jetzt noch alte DVDs habe, muss ich mir da jetzt praktisch einen alten DVD-Spieler und den? Oder geht das alles auf dem? Oder? Also der spielt DVDs ganz normal und auch CDs ganz normal. Okay. Richtig so. Genial. Ja, sehr schönes Lied. Aber was schauen wir denn jetzt eigentlich überhaupt an? Casino Royale! Okay, ich habe anscheinend nicht aufgepasst. Gut, dann mach ich mal Play, oder? Also wir schauen uns Casino Royale. Wir müssen starten. Yes. Das war doch Kinoerlebnis pur. Was? Wir. Wie fandet ihr es? Großartig. Man muss es echt sagen, es ist wie im Kino. Ich hätte ihn auch gerne, aber wir dürfen ihn wieder nicht gewinnen. Aber ihr kriegt ihn. Und zwar, wenn ihr mir diese Frage beantwortet, wie viele normale Fernsehgeräte braucht man, um eine volle HD-Auflösung zu simulieren? A, 6, B, 9 oder C, 12? Wenn ihr, genau wie ich, überhaupt keine Ahnung von Technik habt, dann gebe ich euch jetzt mal den kleinen Tipp, Hint, Hint. Geht auf das Museum of Low Res. Da gibt es nämlich die Antwort auf die Frage und noch ganz viele andere Informationen über HD-Auflösung und über den Blu-ray-Player. Insofern sehr lohnenswert, mal drauf zu klicken, gerade wenn man so ein Ding gewinnen kann. Die Antwort natürlich bitte nicht bloggen, weil sonst sieht hier jeder, was ihr geschrieben habt, sondern persönlich an mich schicken, nina@trnd.com. Und dann losen wir die glücklichen Gewinner aus. Weißt du eigentlich, wer der Vorgänger von Blu-ray war, der eigentlich nie auf den Markt gekommen ist? Der steht nämlich auch in dem Museum drin. Echt? Mhm. Sehr spannend. Tonnenweise Informationen. Insofern würde ich mal sagen, Film ab und auf Wiedersehen. Ich muss es ja noch genießen, solange wir ihn noch haben. Stimmt's? Genau. Was gibt's denn noch? Und wie immer, der Rechtsweg ist ausgeschlossen und ja, entweder Vampire oder einmal quer durch die Galaxis. Ich sage Vampire. Was meint ihr? Blut. Franka Potente. Franka Potente. Gibt's doch nicht auf Blu-ray. Tschüss.